Am 1. November 1986 war ich in einem Fasnachtskeller, bin am Morgen um 4 Uhr rausgekommen. Und dann sind ja die Autos rumgefahren. Und dann alle Leute mit dem Fenster zu machen, nicht wegen dem Unfall in der Schweiz fallen. Und dann habe ich am gleichen Tag den Vers gemacht und das ist so gegangen. Zipa, Santo, was da passiert ist, Sische Santo. Alle Bonzen bleiben dicht, nur die viele Fässer nicht. Diolla, 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 Diolla. Das war einmal der Vers gewesen. Und jetzt habe ich noch einen über den neuen Beizer. Der ist sicher nicht beleidigt, aber ich habe schon gehört die Vers. Ich kann das einfach nicht verstehen, dass man den Demi, dass der Demi die Beiz hat übernommen. Denn so ein Mann mit diesem Charakter war heute beim Blick jetzt Chefredakteur. Die habe ich verschwätzt, ich weiß es nicht. Willst du nochmal singen? Nein. Ja, ja, also, ich hatte schon ein paar Sachen auf Lager, aber wir haben ja keine Fasnacht. Doch, ich habe etwas Großes vergessen daheim. Ich habe daheim ein rot-blaues Täfeli und das steht hinten drauf. Ich habe es schon lange nicht mehr gehabt. Das steht hinten drauf, der Jockeli das ganze Jahr Fasnacht. Das ist ein Originalschal, 2000 und 2, also 2002 in Moskau. Und dann haben eben zwei, was ich bei 8 Grad minus, in kurze Hose. Dann habe ich zwei Militaristen nebendran mit langen Mänteln und Pelzkappen. Und dann habe ich mit dem den Schal ausgetischt. Dann haben sie mir den Schal gegeben für Spartak Moskau, original. Und ich habe mir zwei FCB-Schal geschenkt. Als Gegenleistung. Und was ich auch noch stolz bin, obwohl sie gesagt haben, der Zoberbeerler sei ein Pflegefänger gewesen, der Zobi, das ist sein Originalbühlaufer, hier mit dem Namen. Und auf diesen Bühlaufer bin ich auch stolz. Für mich ist immer noch einer der besten Goalie, jetzt ist er im Fulham. Leider ist er der bessere Goal im Goal von Irland. Und, aber Gage kassiert er gleich und das macht ihm von Herzen gönnen. Weil der Zoberbeerler Pascal ist für mich einer der liebsten Menschen, die ich gehört, der Goal in der Nazi. Und auf diesen Bühlaufer bin ich stolz. Dann hat er mir noch die Händchen geschenkt und die Händchen habe ich ihm ein Kind verschenkt. Okay.